Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von JFT Brokers zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 42. Und zwar für die Handelstage vom 15.10. bis 19.10.2018. Wir wollen wie gewohnt auf das Big Picture der Märkte DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold blicken. Wollen ein wenig schauen, was könnte uns hier in der kommenden Handelswoche erwarten. Die Volatilitäten sind ja etwas gestiegen. Die Indizes haben teilweise sehr, sehr stark abgegeben. Das wollen wir alles einordnen, wichtige Widerstände und Unterstützungen festlegen und dann eben schauen, wo es sich eventuell lohnen könnte, gegebenenfalls zu verkaufen oder schlussendlich natürlich zu kaufen. Wie gewohnt hier erstmal der Blick auf den YouTube-Kanal, beziehungsweise seht ihr hier in der Videobeschreibung, natürlich dann auch unter diesem Video, die entsprechenden Märkte aufgelistet, dahinter eine Zeitangabe. Also wenn ihr euch zum Beispiel nur die Euro-US-Dollar-Analyse anschauen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel hinten hier auf diese Zeitangabe klicken und landet in dem Video direkt bei der Euro-US-Dollar-Analyse, beziehungsweise Gold-Analyse oder natürlich der S&P-Analyse. Bevor wir durchstarten, auch an dieser Stelle dann der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch. Achtet grundsätzlich darauf, dass ihr mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, gegebenenfalls an Setups formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Bevor wir mit dem DAX, mit der DAX-Analyse starten, hier auch der Blick wie gewohnt auf den Wirtschaftszahlenkalender Montag bis Freitag. Es erwarten uns nicht so viele nennenswerte Wirtschaftskennzahlen in der kommenden Handelswoche und die Volatilitäten sind ja eh etwas höher und somit sollten hier diese Zahlen eigentlich gar nicht nennenswert ins Gewicht fallen. Nichtsdestotrotz sollte man auf jeden Fall hier am Montag mal darauf schauen. 14.30 Uhr Einzelhandelsumsätze und Controlling des Einzelhandels. Das sind Zahlen, ja, die können wichtig sein, müssen es aber nicht. Trotzdem könnte man hier um 14.30 Uhr mal mit etwas Vorsicht an den Markt rangehen. Für diejenigen, die die Währungen handeln, die vielleicht auch den britischen Pfund handeln, kommt hier am Dienstag und auch am Mittwoch entsprechend Durchschnittseinkommen, Verbraucherpreisindex. Das sind jetzt auch nicht die Riesenkennzahlen. Nichtsdestotrotz natürlich hier auch gegebenenfalls sogar für den britischen Pfund. Und hier ist es auch wichtig, jetzt am Wochenende schon, auch noch in der kommenden Woche, der EU-Brexit-Gipfel. Hier geht es primär um Nordirland und Irland bezüglich der Zollabkommen bzw. der Grenzen etc. pp. Also es könnte auch hier den britischen Pfund etwas bewegen. Schlussendlich vielleicht sogar etwas den Euro-US-Dollar, aber ich denke, in den Indizes wird hier deswegen nicht viel Volatilität oder zusätzliche Volatilität aufkommen. Dann auch am Mittwoch FOMC-Protokoll, das könnte die Märkte etwas bewegen, wobei jetzt in den letzten oder bei den letzten Malen alles, was sich um die Zinsen drehte, auch die Märkte nicht so extremst bewegt hat. Also nicht so gravierende Wirtschaftskennzahlen, nichtsdestotrotz die ein oder andere Geschichte, die man sich natürlich hier trotzdem mal anschauen kann. Wir starten mit dem DAX. Wir hatten starke Abgaben in der vergangenen Handelswoche. Nicht nur im DAX, vielmehr noch sogar oder merklicher im Dow Jones und im S&P. S&P kommt ja gleich nach der DAX-Analyse, aber hier erstmal der Blick auf den DAX. Also wir hatten zum Anfang der Handelswoche schon erstmal Schwäche, sind hier dann aber, zwar unterhalb, aber in diesem 12.000er Bereich erstmal hängen geblieben und diesen Bereich sollten wir uns auf jeden Fall für die Zukunft merken. Nicht, also generell ist ja der 12.000er Bereich immer so eine psychologisch wichtige Marke und hier in der CFD-Indikation hat dann hier auch so ein bisschen erstmal der Deckel auf dem Markt gesessen. Also es war von meiner Seite sogar angedacht, wenn der Markt sich erholen sollte, also wenn wir hier eventuell diese immer wieder aufkommende Stärke erstmal bis zur Mitte der Handelswoche, dass hier eben es gegebenenfalls sogar denkbar gewesen wäre, dass der Markt sich eventuell hier etwas erholt, wenn er denn diesen 12.000er Bereich nach oben durchstoßen hätte. Das hat er schlussendlich nicht getan, denn wie wir alle wissen, gab es hier am Mittwoch doch merklich starke Abgaben und relativ zügig ging es dann aus dem 12.000er Bereich hinab in den Bereich 11.500 bzw. 11.420. Schöne Bewegungen, die Volatilität kam zurück, wir haben mittlerweile dann eben weit mehr als 100 Punkte durchschnittliche Tagesschwankungen, also das kann natürlich auch für die kommende Woche interessant werden und ist natürlich nach wie vor auch interessant. Wichtig an dieser Stelle auch hier zu erwähnen, wer zum Beispiel wie ich hier im 5-Minuten-Chart unterwegs ist und dann eben entsprechende Stopgrößen in den letzten Wochen und Monaten hatte,
gegebenenfalls muss man diese etwas nach oben anpassen, vielleicht mit ein bisschen größeren Stops arbeiten, da natürlich auch die Ziele etwas aggressiver gewählt werden können, denn die Schwankung grundsätzlich, die hat ja erstmal zugenommen. Und wir müssen uns den DAX jetzt hier mal für die große Analyse, ich mache mal den Tageschart und ziehe das Bild mal ein wenig zusammen, denn dieser Druck auf der Abwärtsseite, der ist natürlich sehr, sehr stark gewesen. Und mir wurde auch nach diesem Rutsch vergangene Woche schon die Frage gestellt, ja, bis wohin siehst du denn jetzt den DAX, da er ja so stark abgegeben hat, in welche Richtung kann es denn hier noch gehen? Und grundsätzlich, um nur wirklich das ganz große Bild sich hier mal anzuschauen, fällt einem hier aus der Vergangenheit ganz wichtig an dieser Stelle auf, dass wir zum einen dieses Unterstützungsniveau 11.400 bzw. 11.420 in der Vergangenheit schon mal hatten als sehr, sehr wichtigen, sehr, sehr gravierenden Punkt, und zwar hier in etwa Ende 2015, Anfang 2016, wo wir hier schon mal ein markantes Hoch ausgebaut haben, nachdem dann der Markt etwas stärker abgab, um dann schlussendlich hier wieder die Reise nach oben aufzunehmen. Und diesen Bereich haben wir jetzt hier schlussendlich getestet. Der Markt kam von diesem Bereich dann erstmal wieder so ein bisschen zurück. Aber ich denke, ohne Frage ist es jedem klar, dass wir natürlich aktuell hier mehr den Druck auf der Abwärtsseite haben als auf der Aufwärtsseite. Und schlussendlich ist ja auch das Abwärtsbild, was wir schon seit vielen, vielen Wochen jetzt hier verfolgen, schlussendlich nur weitergeführt worden. Und diese Jahrestiefs hier im Bereich in etwa 600 bis 675 wurden nach unten durchstoßen. Und hier ist es, wie gesagt, wichtig aus der Vergangenheit. Schaut mal, dieser Bereich aus dem 420er Bereich in Richtung in etwa 10.800, ja, dieser Bereich, der war in der Vergangenheit teilweise sehr, sehr schnell abgearbeitet worden, und das kann natürlich auch in Zukunft, also jetzt, bedeuten, nicht zwingend am Montag, Dienstag, aber grundlegend sollte man das im Auge haben, dass es hier, wenn erneute Abgaben kommen und es dann auch in der kommenden Handelswoche durchaus dazu kommen kann, dass es hier natürlich auch diesen Bereich wieder relativ schnell zum Abarbeiten gilt, sprich der 11.000er Bereich somit nicht unrealistisch ist und natürlich auch Kurse, die unterhalb von 11.000 stattfinden könnten. Also das erstmal der große Blick auf den DAX hier mit dem Big Picture und mit diesem Bereich unterhalb der Vorwochentiefs. Also das kann hier durchaus relativ zügig gehen, was natürlich dazu führt, dass ich erstmal den Kernfokus auch am Montag, Dienstag hier natürlich auf der Abwärtsseite haben werde. Ich schiebe das mal jetzt wieder ein wenig zusammen, und wir wissen, dass diese Vorwochentiefs, also dieser 420er Bereich, erstmal sehr, sehr wichtig ist und dass es hier auch dann mit etwas größeren Schritten weiter auf der Abwärtsseite gehen kann. Und da kommt erstmal als nächstes Unterstützungsniveau der Bereich in etwa 11.200 bzw. knapp darunter. Und wenn wir das Bild ein wenig zusammenschieben, dann kommt der nächste Bereich dann direkt unterhalb von 11.000. Also diese Schritte auf der Abwärtsseite, natürlich gepaart mit der etwas erhöhten Volatilität, die könnten hier relativ zügig gehen. Und wenn wir das jetzt hier mal ins Bild einzeichnen und einfach grundsätzlich das Bild mal fortsetzen, was jetzt hier aktuell passiert, dann wäre diese Bewegung, wie ich sie jetzt hier weitergezeichnet habe, auch mit dem Start, der natürlich hier oben erstmal noch ein bisschen langsamer ging, aber mit etwas steigender Volatilität, wäre dieses Bild auf der Unterseite durchaus als realistisch einzustufen. Nicht als unrealistisch, dass man sagt, nein, der DAX macht solch große Bewegungen nicht. Es ist gar nicht so weit aus dem aktuellen Schlusskursniveau 550 in den Bereich in etwa 200 bis 200, bis 150. Das ist ja gar nicht so weit. Das sind 300 Punkte, und diese 300 Punkte hat der Markt schlussendlich an einem Tag in der vergangenen Handelswoche abgearbeitet. Und somit kann es natürlich auch weiterhin auf der Abwärtsseite hier interessant werden und interessant bleiben. Und für mich persönlich ist für die kommende Handelswoche erstmal, wir müssen uns das natürlich dann eben auch Tag für Tag anschauen, aber erstmal ist in etwa der Bereich 11.675 richtungsentscheidend. Ich würde auch am Montag, je nachdem natürlich, wo der Eröffnungskurs am Montag reinkommt, sollten wir oberhalb dieses Bereiches sein mit dem Eröffnungskurs, wovon ich aktuell erstmal nicht ausgehe, aber wie gesagt, hohe Volatilität führt natürlich schlussendlich auch dazu, gerade im DAX, dass wir dann auch etwas größere Gaps bekommen können, denn die Welt dreht sich weiter, die Kernhandelszeit vom DAX ist 8 bis 22 Uhr und hier natürlich auch übers Wochenende erstmal eine Pause, somit kann es natürlich sein, wenn wir am Montag an den Markt kommen, es um 8 Uhr ist, die CFD-Indikation zwar schlussendlich hier dann schon viel eher startet und grundsätzlich über die Woche dann auch durchläuft, aber ich persönlich schaue ja eben auf die Kernhandelszeit des Futures, also 8 bis 22 Uhr, und es kann durchaus sein, dass wir natürlich am Montag um 8 Uhr dann eben auch etwas höher oder gar etwas tiefer hier eröffnen, und
Alles, was wie gesagt unterhalb von 675 ist, ist für mich interessant zu shorten, eben auf der Abwärtsseite Setups zu suchen. Mit dem ersten Ziel, je nachdem, wo wir reinkommen, wenn wir hier eben in den Bereich des Schlusskurses reinkommen, dann ist es zum Beispiel interessant, hier in den Bereich nochmal 675 den Markt abzuwarten, um dann gegebenenfalls in diesem Bereich dann vielleicht schon mal den ersten Short-Versuch zu wagen. Oder wenn wir hier tiefer reinkommen, dass man dann eben die Vorwochen-Tiefs oder auch den Schlusskurs der Vorwoche für ein Short-Setup nutzt, je nachdem, wie aggressiv man handeln möchte. Aber all das sind ja so die Bereiche, wo der Markt ganz gerne nochmal hinläuft, um dann gegebenenfalls die Kernrichtung wieder aufzunehmen. Und wenn der Markt allerdings oberhalb von 675 hier erstmal rangiert, dann wäre das Setup erstmal von meiner Seite, dass ich diese Erholung eventuell etwas weiter fortsetzen könnte, und dann ist es rein charttechnisch durchaus realistisch, dass wir den Bereich in etwa 800 bis 800, uppala, der Fall, der sollte nicht so schräg sein, dass wir hier diese alten Tiefs, ja, hier dieses Tief, dass wir diesen Bereich eben 800 bis 840 in etwa anlaufen. Ja, das sind immerhin auch so 150 Punkte, die man durchaus auch mal versuchen kann, mit einem Setup zu erwischen. Antizyklisch wohlgemerkt gegen den Kerntrend, der ja wohlgemerkt auf der Abwärtsseite stattfindet. Und dann wäre es interessant, eventuell hier mal vorsichtig die Aufwärtsseite zu versuchen. Sollte das allerdings nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt, dann hier definitiv schnell wieder den Fuß vom Gas nehmen, abwarten. Wenn der Markt sich dann ohne einen in diesem Bereich bewegt, dann haben wir auf diesem Bereich oder in diesem Bereich natürlich dann prozyklisch auch wieder die Möglichkeit, gegebenenfalls den Markt von der Abwärtsseite aus zu betrachten. Also antizyklische Long-Überlegungen denkbar oberhalb von 675, prozyklisch alles an wichtigen Widerständen hier auf der Abwärtsseite. Ich würde erstmal am Montag ein bisschen vorsichtiger sein mit eventuellen Breakout-Trades durch die Vorwochentiefs. Wie gesagt, montags sind ja nicht selten Tage, wo der Markt sich dann auch für die Woche erstmal so ein bisschen findet. Mal schauen, wie gesagt, wo der Eröffnungskurs ist, aber direkt den Break hier unten zu handeln, ist für mich eigentlich nicht so interessant. Ich würde ganz gerne in dem Schlusskursbereich oder vielleicht auch leicht höher erstmal die Abwärtsseite versuchen wollen. Und sollten wir in der kommenden Handelswoche, wir wollen ja auch das Big Picture ein wenig betrachten, sollten wir oberhalb von 840 rangieren, dann wird es für die Aufwärtsseite natürlich mehr und mehr interessanter in Richtung 12.000, vielleicht sogar schlussendlich nochmals wieder ein Stück höher oberhalb von 12.000. Das schauen wir uns natürlich in den täglichen Livestreams DAX Long oder Short und US Opening Bell am Nachmittag entsprechend an, ob sich hier eventuell die Setups auf der Aufwärtsseite anbieten oder ob man doch prozyklisch erstmal weiter auf der Abwärtsseite bleibt. Also das ist so der Gedanke im Groben zum DAX für die kommende Handelswoche, und wir switchen zum S&P, der natürlich wirklich stark abgegeben hat. Also er hat schlussendlich, ich habe mal geschaut, diesen Bereich, den wir hier angelaufen haben, diese Tiefs, die wir hier im Laufe des Jahres dann auch schon mal ausgebaut hatten, in diesem Bereich hier um die Marke in etwa 2700 hinauf in den Bereich 2740. Also diesen Bereich, wo wir jetzt in der vergangenen Handelswoche hier erstmal reingelaufen sind, dann schlussendlich zwar erstmal wieder ein Stück zurückgelaufen sind, das ist der Bereich, den wir hier im Juni diesen Jahres schon mal hatten. Und diese Aufwärtsbewegung, die der Markt hier wirklich sich erkämpft hat, durch diese Allzeithochs hinüber, hierüber, neue Allzeithochs ausgebaut hat, das hat er schlussendlich hier in wenigen Tagen wieder wettgemacht, ist hier wirklich stark nach unten gekommen, mit sehr, sehr starkem Druck auf der Abwärtsseite. Und mir wurde ebenfalls in der vergangenen Woche die Frage gestellt, ja, warum passiert denn sowas? Warum läuft denn der Markt wirklich innerhalb von wenigen Tagen so stark hier nach unten? Und schlussendlich ist es eigentlich, oder ist die Antwort eigentlich eine recht einfache. Es ist natürlich grundsätzlich so, dass wir nicht nur dieses Jahr, sondern auch im vergangenen Handelsjahr, wir sehen das, wirklich sehr, sehr saubere Aufwärtstrend hatten. Dann hatten wir Anfang des Jahres schon mal so einen Dämpfer bekommen, aber schlussendlich sind wir dann wieder aufwärts gelaufen. Sprich, es sind natürlich sehr, sehr, sehr viele Händler auf der Aufwärtsseite unterwegs. Jetzt nicht zwingend wir Daytrader, wir natürlich versuchen hier etwas kurzfristiger die Aufwärts- und Abwärtsschwünge zu erwischen. Vielmehr die Swingtrader, die Investoren, große Hedgefonds, Banken etc., die sind natürlich mehr auf der Aufwärtsseite unterwegs und haben entsprechend natürlich unterhalb wichtiger Tiefbereiche, die wir auch in den täglichen Analysen dann immer wieder besprochen haben, oder vielmehr eigentlich diese hier oben, hier unten über diese Bereiche haben wir natürlich noch nicht gesprochen, aber wir haben sehr, sehr markante Punkte, die es ja interessant machen, dort Stops hinzusetzen, beziehungsweise eben auch teilweise Automatismen oder natürlich auch Trader an entsprechenden Punkten dann nicht nur Stops haben, sondern auch sagen, wenn diese denn gebrochen werden,
dann würde ich es auch mal versuchen, hier auf der Abwärtsseite zu versuchen, mit dem Gedanken, dass eben die Abwärtsseite etwas schneller vonstatten gehen könnte, wie es dann auch die Vergangenheit des Öfteren zeigte, dass die Abwärtsbewegungen teilweise schneller vonstatten gingen als die Aufwärtsbewegungen. Und so kam es hier zu so einer Kettenreaktion, dieser erste wichtige Bereich, wo sehr, sehr viele Stops lagen, oder im Nachhinein wissen wir das natürlich, aber eine Vermutung war es von meiner Seite eh schon, dass hier eben eine ganze Menge Stops lagen, die eben aus dieser ganzen Aufwärtsbewegung hier zustande kamen und von da an dann, dass der erste initial zündende Punkt war. Und dann kamen, wie gesagt, all die Leute auf den Plan, dann auch noch diejenigen, die Angst hatten, die dann hier dazu führen, dass diese starke Abwärtsbewegung auf der Unterseite auftritt. Und das muss jetzt nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Wir sehen, dass wichtige Widerstände hier, beziehungsweise Unterstützungen vielmehr, ja, aus der Vergangenheit erstmal wegradiert worden sind, dass hier dieser Druck aufkam und es natürlich durchaus sein kann. Schlussendlich ist aktuell, wir schauen hier nochmal ganz kurz, ich habe das hier noch gar nicht eingezeichnet. Moment, ich gucke noch mal kurz, 16.01., wir gucken mal unten aufs Datum. Ja, der Bereich hier. Der Bereich ist dieser Schluss, ist der Schlusskursbereich, ich zeichne es mal ein, von 2017 und der Eröffnungskursbereich 2018. Der Bereich hier. Ja, also alles, was da drüber stattfand dieses Jahr, bedeutete für den S&P, dass der Markt an sich im Plus ist, im Jahresplus. Also grüne Vorzeichen auf dem Jahreschart und auch des Öfteren natürlich grüne Vorzeichen im Wochen- und Monatschart. Und schlussendlich hat der S&P zwar diesen Bereich jetzt erstmal relativ zügig wettgemacht, ist allerdings auf Jahressicht noch nicht im roten Bereich. Der DAX ist das schon lange. Der DAX ist mittlerweile um die 10% im Minus auf Jahressicht und der S&P ist hier durch dieses doch leichte nochmal wieder aus dem Bereich hochkommen, nach wie vor knapp oder um die 3% im Profit, also im positiven Bereich. Und somit ist es natürlich auch denkbar, dass der S&P dann auch auf Jahressicht vielleicht sogar nochmal den negativen Bereich testet, dass er hier weiter nach unten geht. Und den Druck, der hier stattgefunden hat, den hat der Markt natürlich nach wie vor in den Knochen. Und man muss sich immer mal Folgendes überlegen. Es sind natürlich auch eine ganze Menge Leute, die zum einen hier Geld verdient haben, die allerdings auch hier Geld verloren haben und jetzt sehen, da kann Druck auf der Abwärtsseite aufkommen. Was natürlich dann schlussendlich dazu führt, wenn der Markt dann wieder wegkippt und wieder hier langsam anfängt zu fallen, dass dann natürlich erneut Leute aufspringen, ja, gelernt aus der vergangenen Handelswoche, wenn es abwärts geht, kann es schneller gehen und das kann dann eben auch dazu führen, dass es erneut etwas stärker nach unten geht. Also wir dürfen hier die Abwärtsseite jetzt definitiv nicht außer Acht lassen, aber durch diese starke, wir hatten immerhin aus dem Bereich 2875 in den Bereich 2700, ja, schlussendlich war es 2700, hatten wir hier eine Bewegung von an einem Tag über 100 Punkten und schlussendlich hier in etwa 150, 160 Punkte. Und selbst eine leichte Erholung würde ja jetzt hier dieses kurzfristige Abwärtsbild gar nicht, Moment, ich zeichne es mal ein, also selbst wenn wir uns etwas stärker erholen würden, ja, wäre das ja eben trotzdem noch denkbar, dass es dann hier auch etwas stärker wieder auf der Abwärtsseite runtergeht. Somit müssen wir uns hier jetzt natürlich von Tag zu Tag hangeln. Grundsätzlich ist es etwas schwieriger, jetzt hier im S&P aus rein charttechnischen Gründen einen richtungsentscheidenden Bereich auszumachen, weil, wie gesagt, auch starke Erholungen natürlich stattfinden können, um dann eben auf einmal doch wieder wegzubrechen. Ich versuche es dennoch und ich werde auch am Montag, werde diesen Bereich allerdings gegebenenfalls von Tag zu Tag etwas anpassen, werde mir am Montag erstmal diesen Bereich anschauen. Der war in der Vergangenheit nicht ganz so uninteressant und wir hatten ihn auch des Öfteren hier erstmal so als Widerstand und Unterstützung. Das ist in etwa der Bereich 2800, der natürlich auch psychologisch immer nochmal nicht so eine uninteressante Rolle spielt. Solange wir da drunter bleiben, wir haben den Schlusskursbereich hier im Bereich 2765, solange wir da drunter bleiben, das ist ähnlich wie im DAX eben, würde ich es jetzt hier erneut eben erstmal auf der Abwärtsseite versuchen. Also wieder leichte Erholungen mit dem Gedanken, dass es weiter abwärts gehen könnte, dass wir erstmal natürlich ein interessantes Ziel haben mit den Vorwochentiefs, aber auch mit dem Gedanken, dass es hier eventuell wenigstens erstmal in diesen Schlusskursbereich von 2017 gehen kann, der in etwa im Bereich 2680 liegt und somit natürlich nochmal neue Bewegungstiefs ausbauen. Und dann müssen wir schauen, wenn wieder Druck raufkommt, dann können wir hier gegebenenfalls solche Positionen auch mal versuchen laufen zu lassen, mit einem Trailingstop zu versehen und dann mal gucken, was passiert. Es ist schwierig, jetzt hier gerade bei so starker Volatilität dann auch wirklich
wirklich Punkte exakt festzumachen, wo der Markt in der Regel eben zum Bremsen kommt, sich erholt, um dann eventuell wieder Richtung Kerntrend zu laufen. Das ist bei starkem Momentum etwas schwieriger. Und wenn wir hier eben oberhalb von diesem 2800er Bereich rangieren, dann würde ich es ebenso wie im DAX vielleicht auch schon mal vorsichtig wieder mit einer Erholung aufnehmen, beziehungsweise hier daran denken, eventuell mal eine Erholung zu handeln, die Long-Seite somit antizyklisch aufzunehmen. Aber auch hier, wenn das eben nicht so funktioniert, dann eben hier wieder vorsichtig sein, eben lieber gucken, dass man an den entsprechenden Widerständen lieber es nochmal auf der Abwärtsseite versucht, denn es ist nicht auszuschließen, dass wir jeden wichtigen Widerstand hier erstmal als Bremse hinnehmen müssen im S&P und hier schlussendlich dann an jedem Widerstand eben erstmal wieder so leichte Abwärtstendenzen eintreten und mal schauen, wo diese dann eventuell hinführen können. Das müssen wir uns entsprechend dann anschauen. Aber das ist eigentlich der prozyklische Gedanke. Und diese starke Abwärtsbewegung, wie sie stattgefunden hat vergangene Handelswoche, die kann schlussendlich erstmal komplett wieder aufgeholt werden. Und das wäre aber aus aktueller Sicht erst oberhalb von 2800 mein Gedanke. Und wie gesagt, die tägliche Analyse wird das dann bestätigen oder eben auch nicht bestätigen. Wir schauen auf den Euro-US-Dollar, der natürlich auch durch diese Volatilität etwas stärker von der Schwankung wurde. Mein Kerngedanke, den kennt ihr zum Euro-US-Dollar und es ist nach wie vor nicht so uninteressant, den Euro-US-Dollar zu handeln, denn auch hier hat die Volatilität leicht zugenommen und nach wie vor ist der Bereich 1,1530, also 1,1530 richtungsentscheidend und hier durchaus interessant. Wir sehen, dass in der Vergangenheit und auch in der vergangenen Handelswoche dieser Bereich interessant war. Er erstmal hier hängen blieb, dann erstmal wieder Stärke fand. Ich wollte ja hier unten unterhalb dieses Bereiches verkaufen, war in der vergangenen Handelswoche dann im Euro-US-Dollar auch erstmal wieder ein wenig vorsichtiger, weil wir schnell sahen, dass der Markt eben diese angedachte Schwäche gar nicht so richtig aufbauen kann. Schlussendlich zwar an die 14,30 lief, was so mein erstes Minimumziel war, von dort aber schnell wieder Stärke fand, dann auch wieder über 15,30 lief und ich ja gesagt habe, in diesem Bereich 15,30 oder alles, was oberhalb von 15,30 ist, bin ich erstmal wieder vorsichtiger, weil wir in diesem übergeordneten Seitwärtsbereich sind. Und den schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal an, um für die kommende Handelswoche hier so ein wenig zu versuchen, das Bild einzunorden. Also, wir kennen diese Seitwärtsschiebezonen, die wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder hatten und wo der Markt schlussendlich jetzt auch wieder drin ist. Da ist zum einen der wichtigste Bereich in etwa der Bereich 17,30 bis hinab zur 16,30. Und der zweite Bereich, der natürlich zusätzlich zur großen Seitwärtszone passt, aber schlussendlich als ein kleiner zweiter Bereich gesehen werden kann, ist der Bereich 16,30 bis 15,30. Beide zusammen ergeben natürlich eine große Seitwärtsrange und einzeln gesehen, auch gerade mit der vergangenen Handelswoche, ist das hier unten dann erneut so eine Schiebezone. Allerdings haben wir den Bereich in etwa, Moment, ich zeichne es ein, 16,30 in etwa so als Mitte dieser Seitwärtsschiebezone. Und es ist natürlich denkbar, da ich persönlich durch die Abwärtsbewegung, die vor diesen Seitwärtsbewegungen zustande kam, eben eher den Fokus auf der Abwärtsseite habe, ist es natürlich jetzt nach wie vor hier meine Intention, den Markt weiter auf der Abwärtsseite in irgendeiner Art und Weise zu betrachten. 15,30 erneut so als interessanter Punkt. Alles, was darunter stattfindet, kann natürlich erneut in Richtung 14,30, 13,30 hier laufen. Das würde ich auch primär versuchen, wieder handeln zu wollen. So genauso, wie es in den letzten Wochen der Fall war. Aber ich habe ja, ihr habt das gemerkt, auch in den Livestreams hier wirklich meine Handelsaktivitäten stark zurückgefahren im Euro-US-Dollar, weil einfach diese starken Richtungswechsel stattfinden. Je nachdem, wie wir Montag reinkommen, bin ich allerdings vielleicht sogar gewillt, den Markt etwas eher zu erwischen. Also wir haben hier den Schlusskursbereich und wenn wir in einem ähnlichen Bereich reinkommen und dann schon mal anfangen, hier so ein bisschen Schwäche zu zeigen, allerdings dann eben, wenn wir um 8 Uhr, 9 Uhr an den Markt rankommen, der Markt hier in diesem Bereich sich irgendwo befindet, dann würde ich es direkt vielleicht schon mal antizyklisch versuchen, vor der 15,30 hier auf der Abwärtsseite reinzukommen mit dem Gedanken, dass sich hier vielleicht so ein bisschen Schwäche einstellt. Sollte das nicht in dieser Art und Weise funktionieren, dann auch hier schnell wieder den Fuß vom Gas nehmen, abwarten, denn oberhalb von 16,30 ist es schnell denkbar, dass wir den 17,30er Bereich anlaufen und das ist schlussendlich dann eben, wenn wir hier drüber gehen, natürlich schnell dann auch wieder für die Aufwärtsseite interessant wird in Richtung 18,20, 18,30. Also nach wie vor sehr, sehr choppy.
die Mittelbewegung oder der Mittelbereich 16,30 so ein bisschen richtungsentscheidend. Viel interessanter finde ich den 15,30er Bereich erneut hier auf Abwärts-Setups zu setzen. Funktioniert es nicht, schnell wieder den Fuß vom Gas nehmen, sich lieber ein anderes Währungspaar zu suchen, um hier aktiv zu werden, denn der Euro, US-Dollar läuft nach wie vor seitwärts tendierend, sehr, sehr choppy, mit schnellen Richtungswechseln, die es einem eben in vielen Situationen nicht erlauben, schöne, große Gewinne zu produzieren. Im Scalping sicherlich hat man die ein oder andere Chance, aber das ist nicht meine Herangehensweise, sondern ich möchte ja versuchen, hier wirklich schöne Bewegungen mitzunehmen, um schlussendlich dann auch mit den Trades entsprechend schönes Geld zu verdienen und nicht irgendwie nach 10 Pips oder sowas rauszugehen. Also somit nach wie vor etwas Vorsicht hier im Euro-US-Dollar. Gehen wir zum Gold über. Gold ist nun endlich mal stark geworden. Ich wollte zwar auch hier viel mehr die Schwäche sehen, aber wir haben hier mit einem Tag Verzögerung, was eben auch im Gold in den letzten Wochen und Monaten des Öfteren zu beobachten war, dass eben wenn die Indizes starke Bewegungen gezeigt haben, gerne erst am nächsten Tag die entsprechend starken oder stärkeren Bewegungen im Gold aufgekommen sind. Somit war es bei uns zum Beispiel in der Vermögensverwaltung so, dass wir den am Mittwoch hier schon Long-Positionen aufgebaut haben und erst am Donnerstag dann die angedachte Bewegung auf der Aufwärtsseite kam. Allerdings nur die Long-Seite. Ich wollte eigentlich Gold viel mehr auf der Abwärtsseite sehen, dass sich hier gegebenenfalls weiter Schwäche zeigt und dass wir schlussendlich diesen 1180er Bereich dann wieder nach unten durchschreiten und hier diese Bewegungstiefs angreifen. So hatte ich auch lange diese Gedanken und diese Überlegungen, aber dann kam ja diese extreme Schwäche auf die US-Märkte drauf und dann ist es eben in den letzten Wochen und Monaten wieder so gewesen. Wir waren lange Zeit beide Märkte waren positiv miteinander korrelierend, also Gold ist raufgegangen, die Indizes sind raufgegangen, aber in den letzten Wochen und Monaten zeigte sich dann natürlich dann auch durch diese Abwärtsbewegung, wir wissen ja, der S&P ist grundsätzlich aufwärts tendierend gewesen, Dow Jones auch, neue Allzeithochs, immer wieder Stärke, Stärke, Stärke und schlussendlich ist das Gold hier wirklich stark gefallen. Also eine lange Zeit war Gold und die Indizes prozyklisch, also wie gesagt, beide Märkte aufwärts tendierend. Und hier hat sich dieses Bild wieder gewendet, sprich, wenn der S&P hochging, ging Gold nach unten und wenn eben entsprechend der S&P nach unten geht, ist es darum eben der Umkehrschluss, dass Gold auch schlussendlich dann steigen kann, was natürlich erstmal gegen meine Kernanalyse war, aber in der vergangenen Handelswoche war natürlich der S&P auch noch auf einem ganz anderen Niveau, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn der S&P stark ist, will ich hier erstmal wieder aufs Gold auf der Abwärtsseite setzen und umgedrehter Fall, wenn eben der S&P dann schwach wurde ab Mittwoch, dass ich dann im Gold auf der Aufwärtsseite unterwegs sein möchte. Und wir haben vor allem jetzt einen sehr, sehr wichtigen Bereich hier im Gold nach oben überschritten, haben diesen Seitwärtsbereich, Bereich, der hier wirklich lange, lange Zeit, Moment, machen wir ein Viereck draus. Erstmal hatten wir ja hier so eine kleine Schiebezone, ja, und dann hatten wir hier diese etwas größere Schiebezone, wo der Markt sich hauptsächlich aufhielt, ja. Und wir haben vor allem hier in diesem Bereich in etwa 12,06 hatten wir so einen massiven Widerstand, ja. Und dieser massive Widerstand um die Marke 12,06 wurde jetzt nach oben durchschritten. Wir haben dann schlussendlich auch diese ganzen Hochs, die immer kurzzeitig die Reise oberhalb von 2600 ausmachten, auch nach oben überschritten. Wir sind auch durch diesen zweiten kleinen Schiebezonenbereich gelaufen. Und das kann jetzt schon durchaus dazu führen, dass der Markt durchaus erstmal eine realistische Chance hat, an diese Tiefs hier vom, was ist das, Ende 2017, dass wir schlussendlich in diesen Bereich laufen können. Sprich, der Bereich 12.040 wäre jetzt hier realistisch für die kommende Handelswoche. Sollten wir allerdings hier oben in diesem Niveau bleiben, gerne kann der Markt nochmal leicht abgeben, dass wir idealerweise gar nicht mal direkt in den 12.06er Bereich zurück, sondern idealerweise eigentlich vielleicht so in die 12.10, ja, 12.09. Das sind dann hier so Dips auf diese kleinen Hochpunkte, um dann aber aus diesem Bereich dann weiter durchzustarten. Umso tiefer wir fallen, umso uninteressanter wird es eigentlich im Gold. Aber 12.06 eigentlich als letzter interessanter Bereich, sollten wir da runterrutschen, bin ich sofort wieder raus, werd wieder vorsichtig, schaue mir das Bild wieder an, muss natürlich gucken, was machen die US-Märkte an dieser Stelle, um dann hier eventuell etwas tiefer wieder an die Abwärtsseite zu denken. Aber das Long-Setup ist erstmal aktiv. Ich würde hier leichte Rücksetzer, wir ziehen das nochmal ein Stück weit zusammen, leichte Rücksetzer, wir schauen hier nochmal, ich zeichne das mal rüber, dass wir hier so wichtige, interessante Unterstützungspunkte, also wir haben den 10er-Bereich, das ist in etwa, ich zeichne es mal durchgehend, das ist in etwa der Bereich,
Ja? Und jetzt haben wir natürlich diese starke Aufwärtsbewegung und so einen Rücksetzer in diesem Bereich, der wäre erstmal für die Aufwärtsbewegung nicht so verkehrt. Auch ja, natürlich 12,06 der Rücksetzer, aber aus beiden Bereichen. Vielmehr eigentlich der 10er-Bereich, der mir gefallen würde, sollte der Markt dann wieder prozyklisch weiter nach oben gehen. Somit sind Kaufgedanken hier von meiner Seite definitiv aktiv in der kommenden Handelswoche. Und ich werde mich hier dann auch, denke ich, in den Livestreams können wir das besprechen, dann entsprechend auch wieder positionieren im Gold. Ich habe ja in den letzten Wochen und Monaten wirklich wenig im Gold gemacht, aber es ist durchaus nicht auszuschließen, dass wir jetzt hier eben eine Erholung sehen im Gold, dass vielleicht eben auch hier durch diese Schwäche der Indizes, und wir müssen mal eins sagen, diese Bewegung, die hier stattgefunden hat am Donnerstag, ja, diese Bewegung, das muss jetzt, oder das ist im Verhältnis zu den sehr, sehr schwachen US-Märkten eigentlich noch keine Bewegung, die hier nennenswert ist. Also es kann schon alleine durch die Bewegung der Vorwoche schon doch dazu führen, dass es hier erstmal relativ zügig zu einem nochmaligen Anstieg kommt in Richtung 1240, und da müssen wir mal schauen, wenn wir diesen Bereich dann hier vielleicht leicht tiefer erwischen, haben wir natürlich eine sehr, sehr schöne Chance hier in diesem Bereich mit einem verhältnismäßig kleinen Risiko, was wir hier eben idealerweise dann unter der 1206 in irgendeiner Art und Weise haben werden. Also wenn ich hier den Stop setzen möchte, dann muss man eben gucken, dass das hier irgendwo in dem Bereich 1204, 1205, hier sollten so die Stops liegen für die ersten ein, zwei Versuche, ja. Und entsprechend dann haben wir, wenn wir hier leicht zurückkommen, dann eben entsprechend das als Chance. Und da sehen wir, dass wir natürlich wirklich, je nachdem, wo man reinkommt, das können wir im Detail dann nochmal besprechen, haben wir natürlich hier ideale Chance-Risikoverhältnisse in den Bereich 1240, der hier wirklich, wie gesagt, durchaus realistisch ist. Und wenn wir hier sind und der Markt weiter stark steigt, dann ist es auch durchaus denkbar, dass wir weiter die Long-Seite sehen und dass sich das eventuell dann auch etwas zügiger hier vollzieht und etwas zügiger vonstatten geht. Und wenn wir das wieder in der Vergangenheit uns mal anschauen, dass man auch immer mal sieht, was kann der Markt überhaupt? Schaut euch diese Aufwärtsbewegung hier an, ja? Und das ist hier erstmal natürlich ein Start, aber das kann durchaus weiter nach oben gehen. Ja? Auch hier diese Zwischenbewegungen, dann kam immer mal ein kleiner Rücksetzer, dann ging es weiter sehr, sehr zügig und stark nach oben. Hier eben gute Aufwärtsbewegungen. Ja? Also da ist schon durchaus noch Puffer. Und wenn wir jetzt hier so leicht zurückkommen, um dann den nächsten Schub auf der Aufwärtsseite zu sehen, es ist erstmal aus aktueller Sicht interessant, 1240 als nächstes Ziel, und wir werden auch das natürlich dann regelmäßig in den Analysen, in den täglichen Livestreams besprechen und eventuell uns dann die detaillierten Setups hier an dieser Stelle raussuchen. Ich wünsche euch erstmal für die kommende Handelswoche definitiv Good Trades im Megatrading. Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Livestreams mit dabei seid oder natürlich auch beim Devisenradar und anderen Formaten von JFD Brokers. In diesem Sinne, Good Trades im Megatrading für die kommende Handelswoche. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.